Ja, fangen wir gleich an, ne? Ja. Ja, bitte. was kann ich jetzt machen? Also damit das. Das stimmt einfach um Aktivist zu werden. Real. Ja. Ja, ohne jetzt unbedingt so eine Aktion zu starten, wie Geld auf dem Platz auszuschütten oder so. Also wirklich, dass es nicht symbolisch war, sondern also das Schritte in die Richtung. Ja, das ist eine gute Frage. Also mein Zugang war immer, einen Film zu machen dazu. Es gibt natürlich jetzt immer mehr Initiativen, auch in Österreich, die das Grundeinkommen propagieren, die jetzt zum Beispiel eine Volksabstimmung dazu initiieren wollen. Aber das Beste ist, glaube ich, immer im eigenen bekannten Freundeskreis, in der Familie, das Thema anzusprechen. Das ist ja immer sehr interessant, wenn man es noch nicht gemacht hat. Ne? Also wenn es einmal ein bisschen langweilig ist, an Weihnachten zum Beispiel, ja, fragt man einfach einmal die Eltern, die Geschwister, die Großeltern, was sie vom Grundeinkommen halten, ob sie schon was davon gehört haben, und dann kann man ja das erklären. Das sind immer sehr hitzige Diskussionen und da kommt man dann auch wirklich drauf, wie die Leute wirklich ticken, die man eigentlich glaubt, gut zu kennen. Ja? Dann offenbart sich so richtig das Menschenbild vieler Menschen. Bitte? Ja. Vielleicht für Weihnachten. Ja, genau, das wäre jetzt perfekt für Weihnachten. Das gleich auszudrücken. Meine eigentliche Familie hat die Weihnachten entscheidet oder so. Ist aber auch die DVD Ende Oktober rausgekommen, also man kann sie auch als Weihnachtsgeschenk. Stimmt, das kann man, ja, genau, man kann sich die DVD ansehen und dann nachher diskutieren, das ist ja noch viel besser. War das jetzt eigentlich die DVD? Das war die Blu-ray. Eben, das war die Blu-ray. Ja, das ist ein Teil der DVD hat nicht so gute Qualität wahrscheinlich. Aber ja, und tatsächlich, ja, einfach am Diskurs teilnehmen, der findet ja jetzt statt, immer mehr in Österreich. Vor einem Jahr war das ja noch völlig anders, da haben die Medien noch kaum über das Grundeinkommen berichtet. In Deutschland ein bisschen mehr, in der Schweiz natürlich. Aber seit einem Jahr merkt man in Österreich, dass da einiges passiert, dass medial darüber berichtet wird. Und ja, einfach, keine Ahnung, ja, posten dazu. Also Sie denken, dass es immer noch in der Phase ist, wo man nur darüber redet? Naja, das ist mal als Erstaunen, weil man dafür macht, das braucht auf jeden Fall natürlich zuerst ein Gespräch und eine Diskussion in die Richtung. Aber jetzt so direkt auf Politiker loszugehen, oder nicht loszugehen, zuzugehen, Entschuldigung, und sowas irgendwie, ich nicht behaupten, einzufordern, aber so, keine Ahnung, was man da machen kann, Volksbefragung, Volksabstimmung. Klar, wir schauen, wie das mit der neuen Regierung dann wird. Aber es gibt natürlich schon, selbst in Österreich, innerhalb mancher Parteien Sektionen, die sehr pro Grundeinkommen sind. Nur an die Spitze kommt es halt nie rauf. Also es gibt innerhalb bei vor allem ist das so bei den Grünen. Die grüne Wirtschaft zum Beispiel propagiert das sehr. Auch innerhalb der SPÖ gibt es tatsächlich dann auch Leute, die das ernsthaft fordern. Das war ja gerade vor 2-3 Monaten, glaube ich, hat der Minister Droster in einem Interview ein Grundeinkommensexperiment angeregt, nur für Künstler. Das wäre ja für uns nicht so schlecht. Aber einfach 2000 Künstler zu nehmen und damit zu schauen und da ein Pilotprojekt mit Grundeinkommen zu machen. Was ist da in der Schweiz eigentlich passiert? Das haben wir abgelehnt. Oder? Ja, das haben sie abgelehnt. Also 23% haben zugestimmt. Aber da hat man gesehen. Nein, also in der Schweiz ist es natürlich schon breit diskutiert worden, also zu wenig Aufklärung war sicher nicht das Problem, aber die Schweiz, sie hat natürlich den großen Vorteil, dass man Volksabstimmungen initiieren kann und dann auch das ganze Stimmvolk darüber diskutiert, ein Jahr lang oder länger, aber die Schweiz ist wahnsinnig konservativ. Es gibt ja kaum ein konservativeres Land auf der Welt, was vor allem Wirtschaftspolitik und Veränderungen dahingehend betrifft. Und in der Schweiz hat man es auch gesehen, wie bei uns eigentlich, ein massives Stadt-Land-Gefälle. Ja? Und die Schweiz hat dann ja nur, die hat ja kaum Städte, dann würde ich schon. Ja. Und Zürich zum Beispiel hat zugestimmt. Ja. Und am Land war die Zustimmung bei unter 1% oft. Ja. Da hat ja die SVP und die konservativen Parteien haben massiv mobilisiert und haben das X-Fache an Geld ausgegeben in der Gegenkampagne. Obwohl die Kampagne schon sehr gut dotiert war, die Pro-Kampagne. Aber die haben dann überall, jeder Bauer hat ein Plakat aufgestellt. Auf seinem Feld gegen das Grundeinkommen. Aber es tut sich wieder was in der Schweiz. Zürich wird jetzt ein Grundeinkommensexperiment starten, so wie ja sehr viele Städte und Länder zurzeit.
Ja? Ja, glauben Sie, muss das über die Regierungen laufen oder kann man da wirklich über Crowdfunding auch was ändern? Oder ist es nur einfach ein erster Schritt, um Werbung zu machen quasi für das Projekt? Ja, es war natürlich immer nur als Werbung gedacht, ja, dass man einfach auf das Grundeinkommen aufmerksam macht. Das ist die Frage, ob das wirklich praktikabel ist. Dann, mittlerweile sind Sie ja sehr erfolgreich. Sie haben, glaube ich, jetzt diese Woche das 120. Grundeinkommen verlost. Das ist ja schon wirklich enorm. Das gibt es ja seit ungefähr 2 Jahren und Sie haben jetzt schon wirklich über 1 Million Euro mit Spenden eingesammelt. Ich glaube aber trotzdem, dass das natürlich schon eher, solange es nur Nationalstaaten gibt, als politische Einheiten, muss das wahrscheinlich über einen Nationalstaat dann auch funktionieren. Oder auf einer größeren Ebene, auf EU-Ebene zum Beispiel. Ja. Oder auf Firmenebene vielleicht? Auf Firmenebene? Naja, gut, da gibt es ja auch wieder die Beispiele wie bei Genossenschaften eigentlich. Ne? Gerade in den USA gibt es da sehr viele Firmen, die diese Worker und Companies, ne? Die dann auf dem Prinzip ja ein bisschen funktionieren. Okay, weil soweit ich weiß, korrigiert es mir, wenn ich falsch stehe. Also, ich hätte das wirklich nur als zweite Hand erfahren. in während dem Zweiten Weltkrieg war in Amerika ja praktisch hat jede Firma den gleichen Lohn ausgezahlt und haben die Firmen dann praktisch nur durch Social Benefits geworben. Und je nachdem, welche Firma mehr Versicherung und welche Wohnvorteile und so weiter, Arbeiterwohnungen und so weiter zur Verfügung gestellt hat, die waren dann vorne. Also die waren beliebter. Falls ihr falsch liegt, das hat für mich schon relativ starke Ähnlichkeiten. Ja, oder Firmen, die einfach grundsätzlich Aktien an ihre Mitarbeiter ausgeben, obligatorisch, und jeder Mitarbeiter dann tatsächlich im Anteilseigner dieser Firma ist und dann der Gewinn auf alle aufgeteilt wird, zusätzlich nur zum Gehalt. Da gibt es ja immer mehr Beispiele, die das so praktizieren. Ja. Und das wäre dann eigentlich so auch in diesem ethischen Sinne, dass die Welt uns allen gehört zu gleichen Teilen und jeder halt Aktionär dieses Planeten ist und das Grundeinkommen nichts anderes ist als eine Dividende auf die Gewinne, die dieser ganze Planet macht. Ja? Kann man irgendwie sagen, wie sich das auf die Inflation auswirken würde? Ja, da müssten wir zuerst einmal verstehen, oder die Volkswirte müssten zuerst einmal verstehen, wie Inflation passiert. Ja. Es gibt tatsächlich mehrere Theorien dazu, das glaubt man als Laie gar nicht, aber es ist tatsächlich sehr unklar, wie Inflation wirklich passiert. Das sieht man jetzt zum Beispiel, die EZB versucht seit der Finanzkrise 2008 massiv Geld in den Markt zu pumpen, macht sie ja. Das wäre ja übrigens so eine Idee, wie man mal einen Teil des Grundeinkommens finanzieren könnte. Das wäre das, was an Geld produziert wird von der EZB seit 2008, das kommt ungefähr auf 175 Euro pro Euroraum, Bürger pro Monat. Ja? Das wäre auch eine Idee, das nicht den Banken zu geben oder den institutionellen Investoren, die das dann wiederum in sichere Anlagen geben, in Immobilien hauptsächlich. Deswegen steigen ja die Immobilienpreise massiv. Und die Mieten dann dadurch, also da kommt es jetzt eigentlich eher zur Inflation. Das heißt, wenn man das dann wirklich an alle Bürger, an alle Euro und Bürger auszahlen würde, wird es dann wirklich in die Realwirtschaft gepumpt und es wird dann mehr Produktion wahrscheinlich ergeben, mehr Innovation, mehr Nachfrage und nicht unbedingt aber Inflation. Also Inflation passiert immer dann, wenn weniger produziert wird, als nachgefragt wird. Das ist ganz einfach. Das ist einmal das Grundprinzip. Nur dann gibt es Inflation. Und das ist aber auch immer schwieriger, Inflation zu erreichen, gerade mit diesen technologischen Entwicklungen, die wir haben, mit Digitalisierung. Digitale Produkte haben, jede Kopie hat keine Kosten mehr, verursacht keine Kosten mehr. Es gibt null Grenzkosten bei Kopien von digitalen Produkten. Das heißt, die können beliebig vervielfältigt werden. Insofern kann es nie Knappheit dieser Güter geben. Insofern ist Inflation völlig unmöglich. Und das betrifft immer mehr Bereiche mittlerweile. Ja? Aber meistens denkt man ja so an die Mieten, ja? Wenn es darum geht. Und gerade da habe ich ja das Beispiel gebracht, dass die Mieten eben vor allem deswegen steigen, weil wir zu wenig Geld haben oder weil diejenigen, die nicht wissen, was sie mit dem Geld tun sollen, es in Immobilien anlegen, die dann leer stehen wie in London. Ne? Hingegen gibt es ein Grundeinkommen,
wäre es vielleicht sogar möglich, dass es eine Entspannung am Immobilienmarkt und am Wohnungsmarkt gibt, weil jetzt einfach nicht jeder in die Großstadt ziehen muss, aber noch nicht will, oder sie nicht will, sondern vielleicht wie im Waldviertel blühende Landschaften erleben, ein Unternehmen nach dem anderen macht im Waldviertel auf, viele Gasthäuser gibt es wieder und alle leben dann dort, ja? Was wieder zum Sinken der Immobilien- und Mietpreise in Wien führen wird unter Umständen. Also das ist ein hochdynamischer Prozess und man kann jetzt nicht sagen, nur weil mehr Geld auch da ist oder zur Verfügung ist, und es ist ja nicht unbedingt da mehr Geld. Es ist ja eigentlich gleich viel Geld wie jetzt, und es wird umverteilt, dass dann zu einer Inflation tatsächlich kommt. Es kann beides sein, also, aber es ist sogar wahrscheinlicher, dass die Preise sogar sinken. Weil einfach mehr Innovation da ist, mehr Unternehmertum entsteht durch das Grundeinkommen. Das Grundeinkommen darf man nicht nur als Sozialmaßnahme sehen, sondern eigentlich als Subvention für Innovation. Da haben dann die Leute die Möglichkeit tatsächlich, das sieht man jetzt schon mit, da kannst du jetzt schon mit einem Bio-3D-Drucker, gibt es wirklich Firmen, die zu dritt die großen Pharmafirmen schon mit Medikamenten Konkurrenz machen. Und dadurch wieder mehr freien Markt erschaffen. Das Hauptproblem, das wir haben, warum es Inflation geben könnte, ist eine Kartellbildung, ja? Monopolbildung, wo dann einige wenige große Global Player Preise einfach festsetzen können, weil sie eben den Markt aushebeln. Das sagt ja der Robert Anton Wilson, hat das ja so schön gesagt, wie er Kapitalismus definiert hat, jene Form der gesellschaftlichen Organisation, die zwar vorgibt, für den freien Markt zu sein, aber ihn eigentlich bekämpft. Also das Gegenteil von freier Marktwirtschaft ist Kapitalismus. Ja. Und ich denke, wenn alles ein bisschen ja, so anarchistischer wird, durch das Grundeinkommen, weil jeder einfach diese Mittel zur Verfügung hat, Risiken eingehen kann. Das hat ja Mark Zuckerberg in seiner Harvard-Rede gesagt, wo er zum ersten Mal sich für das Grundeinkommen ausgesprochen hat. Risiken eingehen kann, um ein Unternehmen zu gründen und um zu scheitern. Dann wird es einfach wesentlich mehr Innovation geben und dadurch mehr Wirtschaftsleistung im ökonomischen Sinn. Und der Kuchen wird größer und jeder hat dann mehr davon. Wieso ist es so schwierig, dafür Unterstützer zu finden? Also eigentlich ist es ja eine verführerische Idee auch für Leute, die vielleicht, die Message kommt so leicht an, ihr bekommt Geld geschenkt. Könnt ihr mitmachen, was ihr wollt? Also wieso finden sich dafür nicht viel mehr Unterstützer? Naja, es ist... Auch unter Arbeitern. Ja, naja, zuerst ist es immer so, dass das natürlich noch kein breitenwirksames Thema ist bei uns. Schon ein bisschen mehr, als es in den letzten Jahren war, aber es wissen nur sehr wenig Bescheid, was das eigentlich ist, das wird immer so kommen. Mhm. Und wir haben schon natürlich das ganz tief in uns, in unserer Sozialisation, in unserer Prägung drin, dass das... dass das nicht normal ist. Ja? Und alles, was nicht normal ist, was neu ist, da haben wir als Menschen einfach einmal, da schrillen dann die Alarmglocken, wir sind grundsätzlich einmal dagegen. Ja? Und vertreten lieber dann Modelle oder Realitäten, die wir kennen, weil sie immer schon so waren. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum Menschen eine Aversion gegen das Grundeinkommen haben. Wenn man es ihnen dann einmal erklärt, dauert es auch noch ein bisschen, aber sie verstehen dann schon eher, worum es geht. Ja. Aber ja, es ist die Veränderungsresistenz ist das Schwierigste bei solchen Paradigmenwechseln wie dem Grundeinkommen. Eben weil es so eine einfache Idee ist. Ja. Und seit der industriellen Revolution sind wir halt so geprägt, dass wir Arbeit eigentlich hochstilisiert haben zu unserer Religion. Ja? Das ist ja die einzige Religion, wir definieren sie über das, was wir arbeiten, ausschließlich mittlerweile. Ja? Das ist das Wichtigste. Und wenn das natürlich dann wegfällt, und das tut es teilweise mit dem Grundeinkommen, dann ja, wird so manches in den Grundfesten erschüttert bei den Menschen. Deswegen sind ja die Gewerkschaften auch zum Großteil dagegen. Ja, aber gesetzt den Fall für Österreich in 8 Millionen Einwohnern, würden wir das Team Österreicher Grundeinkommen von 20.000 Euro im Jahr gewähren?
Ja, 20.000 ist vielleicht. Aber ja. 20.000 Euro, das ist etwas, wo ich jetzt wirklich sagen kann, da kann ich jetzt meine Bedürfnisse machen. Schon bin ich jetzt nicht unbedingt genötigt, noch was dazu zu bringen. Da kann ich wirklich entscheiden, ob ich jetzt rein deplaisier lebe oder doch dazu verdienen muss. Und da soll ich eine schnelle Überraschungsrechnung genannt werden, dass 160 Milliarden Euro pro Jahr, die aber auch jetzt woher kommen müssen. Natürlich kann ich jetzt sagen, die Notenweise kann bluten. Aber das ist möglicherweise jetzt nicht der gängige Weg. Die andere Variante ist, wer steht es zur Verfügung? Der Staat steht es zur Verfügung. 160 Milliarden Euro pro Jahr, wem wird es denn genommen? Ja, also 20.000 ist natürlich eine schöne Zahl. Ich sage mal maximal 18.000 sind, glaube ich, jetzt möglich. Ja? Und auch nur dann, wenn man es nur an alle Erwachsenen in Österreich Lebenden oder an alle Erwachsenen Österreicher auszahlt. Aber wie kommen Sie auf die? Ich bin sehr dafür. Aber da kommt man auf 125 Milliarden oder so, das ist leistbar. 125 Milliarden? Ja, genau. Also man muss ja vergegenwärtigen, wie groß ist unser BIP? 400 Milliarden. Ja? Das heißt, eigentlich haben wir diesen Spielraum, bis 400 Milliarden zu gehen. Das wäre dann die komplett egalitäre Gesellschaft, wenn wir die 400 Milliarden an jeden aufteilen. Aber es ist möglich, finanziell. Ja, es ist nur ein politisches Problem wahrscheinlich. Das heißt, 125 Milliarden ist ja nicht mehr ein Drittel davon. Ja, aber wie kommt das als Einnahme zustande? Es ist ja schon da als Einnahme. Der Staat hat Einnahmen von ungefähr 180, 190 Milliarden Euro. Ja? Okay, ja. Also wir haben ja eine Steuerquote von 50%, also das BIP ist nicht ganz 400 Milliarden, vielleicht 380 oder so. Und die Hälfte davon kann der Staat ausgeben und das tut er auch. Das Bundesbudget ist zwar nur bei 70 Milliarden, aber, das vergessen die meisten Leute, die Sozialleistungen sind bei dem Bundesbudget enthalten und die machen dann die weiteren 110 Milliarden aus. Ja? Und davon ist ein Großteil monetäre Sozialleistungen. Die würden natürlich dann im Grundeinkommen bis zu der Höhe aufgehen, komplett. Das heißt, die braucht man dann in dem Topf nicht mehr. Also wir nennen den Topf einfach unbedingungsloses Grundeinkommen. Wir machen das bedingungslos und jeder kriegt dann diese Auszahlung. Natürlich brauchst du ein bisschen eine Steuererhöhung auch noch. Nehmen wir mal den Fall, wir haben 1500 Euro Grundeinkommen. Ja? So habe ich das mal durchgerechnet. Das kriegt jeder. Und auf den ersten Euro, den man am Markt verdient, sind 50% Abgaben. Mehr Abgaben gibt es ja nicht, da ist dann alles schon finanziert. Das heißt, bei zum Beispiel einem Einkommen von 3.000 Euro, das man jetzt hätte, ja, brutto, würde man dann in meinem System mit dem Grundeinkommen brutto wie netto 3.000 Euro haben. Die Hälfte vom Markteinkommen geht weg und das Grundeinkommen kommt dazu. Ja? Sind da alle mitgekommen? Ja. Und das ist finanzierbar tatsächlich, statisch durchgerechnet. Das kann man wirklich auf einer Serviette durchrechnen, wenn man die Zahlen von der Statistik austritt. Das sind 2 A4 Seiten, braucht man einfach nur, das schaut da was wegnehmen und da die Steuern drauf. Das ist mit Einkommensteuer zum Beispiel finanziert. Ja? 50% auf jedes Markteinkommen. Und dann kommt man auf diese 125 Milliarden, die man ausgeben kann. Und es betrifft nur monetäre Sozialleistungen. Also die Krankenleistungen sind davon unangetastet. Und Bildungsausgaben sowieso. Ja? Aber das Ganze funktioniert ja dann nur, wenn man das weitermacht, was man eigentlich jetzt schon weitermacht. Weil sonst würde sich das BIP auch ändern. Weil ich nehme mal an, dass viele ihren Job einfach schlagartig ändern, weil sie gerne was anderes machen wollen. Die halt nur in den Job hängen, weil sie das Geld kriegen. Genau. Das heißt, da ändert sich dann komplett. Und das ist die Frage, wie sich das dann ändert. Ja? Und ja, also ich glaube, das ist ein Identitätsproblem für viele, dass sie da einfach sagen, okay, jetzt habe ich halt das halbe Leben lang mit dem verbracht, jetzt mache ich schlagartig was anderes, weil ich nicht mehr vergangen bin. Ja, und dann wird man was feststellen, nämlich, dass man dann mehr verdient, ob man es will oder nicht. Sobald man das macht, was einen wirklich interessiert, passiert es dann oft tatsächlich, ja? Dass man besser ist in dem Job und mehr besser ist. Dieser Umschwung, der einfach alles zerbricht. Bis sich das wieder sammelt und die Leute machen das, was sie gerne machen. Ja. Ja, dann kommen wir zum. Also zum Beispiel bei Jobs, die keiner machen will, sagen wir mal, jetzt wieder im Kasse sitzen, keine Ahnung, was ich jetzt ist, eigentlich irgendwas. Hat man das, gibt es eine Studie dazu, was da passieren würde? Würde keiner mehr so einen Job machen? Oder würden Sie sagen, ich mache ihn gerne, ich verdiere jetzt nämlich mehr, weil ich so das Grundeinkommen habe? Mach das weiter und kann mir dafür
fairen Art. Also hat man da irgendeine Umfrage gemacht bei Leuten, die sagen wir einen nicht so erwarteten Job haben. Wenn die dann mehr Zahl kriegen? Na, aber das ist nur eigentlich, das ist zu. Ja. Sie würden sich trauen, einen Betriebsrat zu gründen, was sie jetzt nicht machen. Also du könntest nur, du würdest dich viel besser mit dem Job von Arbeitssicht dann. Ja, aber das nicht. Erste, das muss man mal definieren. Ja? Also was für uns hier jetzt vielleicht ein Job ist, den wir nicht machen wollen, ist für manche andere Leute, vielleicht auch wenn es nicht viel sind, ein total interessanter Job tatsächlich. Es gibt immer viele Leute, die... Ja, nein, ich finde es total sehr geregelt und... Ja, oder Computer machen das. Richtig. Also das sind die drei Sachen. Ja, dann ja, aber das wird sich ja verkraften, weil wir jetzt nicht 50 Stunden in der Kasse sitzen. Nee, eben. Aber das kann man kurz sagen, entweder ist es höher bezahlt dann, dann wird sich jemand finden, oder man macht es selbst. Ja, man das wärmische Trio. Ja. Gestern war ein Artikel im Online-Standard, den Peter empfohlen hat, und da sind so Theorien aufgestellt. Zum Beispiel ist dieser Mann, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, wer geschrieben hat, davon überzeugt, dass der Konsum fallen würde, wenn das eingeführt wird, das Grundeinkommen. Also es würde weniger Konsum und somit auch umweltfreundlicher sein. Die Leute würden mehr reparieren. Ah ja, genau. Ja, und das ist eine Möglichkeit. Ich glaube, das ist eine neue Theorie, man weiß es nicht, oder? Das ist so, man müsste eigentlich probieren. Aber diese Versuche, die im Film auch vorkommen, gibt es da nicht auch Auswertungen drüber, was da passiert ist? Oder das müsste doch auch auf diese Zukunftsvisionen irgendwie eine Wirkung haben oder eine. Man könnte doch daraus Schlüsse ziehen. Natürlich könnte man, vor allem aus den großen Experimenten in den USA und Kanada. Und die sind dann ausgewertet worden, letztendlich in den 80ern. Und da hat sich dann gezeigt, minimaler Rückgang am Anfang bei den Stunden, aufgehört hat niemand zu arbeiten komplett. Ja? Nur teilweise, also nur kurzzeitig, eben um eine Ausbildung nachzuholen oder eine weitere Ausbildung zu machen, um dann tatsächlich später, also das längste Experiment Seattle Denver ist über 12 Jahre gelaufen, um dann später mehr zu verdienen in dem neuen Job. Also es ist tatsächlich dann so gewesen, dass es nachher wirtschaftlich besser war. Nachher war mehr Einkommen da als vorher, als vor dem Experiment. Ja? Also keinerlei negative Auswirkungen auf das Arbeitsangebot. Und das zeigen jetzt alle vorläufigen Ergebnisse auch hier in Europa. Ja? In Finnland gibt es ein Experiment, wobei das natürlich nur ein sehr geringes Grundeinkommen ist. Da muss man quasi arbeiten, aber es wird dann auch erleichtert, wenn man nicht mehr die ganze Zeit seine Zeit damit aufwenden muss, um zum Arbeitsamt zu gehen und zu stellen, und sich Jobs zu suchen. Ja? Genau, den Zeitraum haben wir auch gedacht, weil wir haben schon einen Vortrag gehabt von Verkehrs. EU-Verkehrsplan. Ja, genau. Und er hat ein Beispiel gemacht in Wien, wo in Wien eine Straße verändert, bestimmte Straße im Straßenfluss verändert haben. Und da waren massive Proteste gegen in den ersten 2 Wochen. Und dann ist sofort wieder runtergefahren worden. Wenn es jetzt wirklich dann ein politisches Ausmaß bekommt, sodass es sehr real werden kann, das Grundeinkommen, dann schätze ich einfach mal, dass die ersten 2 Jahre, nicht die ersten 2 Jahre, vielleicht aber sehr schnell kommt, sehr schnell praktisch das am Anfang die negativen Seiten herausbringt, so wie bei dem Experiment, praktisch, dass Leute einfach nur mit Krieg beschäftigt sind oder so. Mhm. Und dass dann halt der politische Druck so groß wird, dass man wieder aufs alte System zurückgreift. Aber wie kann man den Zeitraum überbrücken? Wie könnte man diesen Zeitraum überbrücken? Also so eine Regelung festlegen, die genau das verhindert. Ja, man kann es natürlich schrittweise einführen. Ja? Also zuerst mal mit einem kleinen Betrag oder genau, wie ich vorher erwähnt habe, das Geld, das die EZB jetzt druckt, einfach uns allen mal zu geben, ja? Für die nächsten 5 Jahre, solange das noch so weiter drucken werden. Ja? Weil das so wie es ist, davor erklärt haben wir praktisch so mit den 3.000 Euro, also 500 in Eigen. Also praktisch 3.000 Brutto, dann Abgabe und dann kommt es wieder zurück, kommt das Gleiche.
Und ich habe da einen Film von Herrn Hini gesehen. Mhm. Und da, also, so wie Sie es beschreiben, wird es als ganzes Paket übergeben, wo, wenn jetzt irgendwie, wenn ich das falsch verstanden habe, beim Herrn Hini wächst das da so in das normale Einkommen hinein. Ja. Genau. Aber ist das jetzt, also, ist das jetzt ja Ihnen als Ihrer Innensystem unterschiedlich oder ist das das Gleiche? Es gibt 100 verschiedene Modelle, wie man Grundeinkommen finanzieren und rechnen kann, welche Dinge ersetzt werden, welche Sozialleistungen, welche Steuern erhöht werden, also womit es finanziert wird. Es gibt die Idee, das mit der Mehrwertsteuer zu finanzieren, es gibt die Idee, das mit der Einkommensteuer zu finanzieren, es gibt die Idee, das mit Umweltsteuern zu finanzieren, mit Gebühren auf Nutzung von Infrastruktur zu finanzieren. Und einen Mix davon, also Attac hat da ein Modell mit einem Mix von diversen Steuern, die erhöht werden, gesenkt werden und Sozialleistungen erhöht und gesenkt werden. Das ist tatsächlich dann etwas, was man echt einmal diskutieren muss, welches konkrete Modell man einführen will. Ja? Die Frage ist, ob es wird halt einfach nicht diskutiert, weil sich die Leute überhaupt nicht damit beschäftigen, ernsthaft. Mit dem Grundeinkommen. Zuerst muss das wirklich mal gedacht werden oder gleichzeitig dann natürlich auch entwickelt werden, welches Modell man will. Ja? Da hätten wir ja naheliegenderweise einen Ansatz bei der Digitalisierung oder Automatisierung, ja? Die Jobs freisetzt, bei Banken etc. Ja. Es werden also mit einem Wort Leistungen erbracht von Maschinen, die vorher von Menschen erbracht wurden. Richtig. Der Staat hat seine Steuern über Lohn- und Einkommensteuern zu einem großen Teil migriert und plötzlich fallen wieder Einnahmen weg, weil diese Angestellten werden arbeitslos und haben vermutlich auch keinen adäquaten Job mehr. Aber die Alternative liegt ja ohnehin auf der Hand und heißt ja auch, wie Kerl das auch ausdrückt, Wertschöpfungsabgabe. Wenn ich also, es ist im Grunde nur die Frage, wem gehört die Maschine, die mir eine Arbeit abnimmt? Ganz genau. Ja. Sie nimmt mir die Arbeit ab, aber sie nimmt mir auch das Einkommen ab, ist die derzeit existierende Variante. Sie könnte mir aber auch die Arbeit abnehmen und das, was sie selbst die Maschine produziert, dann der Allgemeinheit und auch mir zugutekommen lassen. Also sind wir im Grunde bei dem Punkt, den die industrielle Vereinigung ganz vehement bekämpft, obwohl kein Weg daran vorbeiführt, an einer Wertschöpfungsabgabe für Automatisierung, also für Geräte, die Arbeit, manuelle Arbeit oder menschliche Arbeit einspart. Die Maschinensteuer. Und das ist in der öffentlichen Diskussion ist das ja geradezu, wie wenn man die Oktoberrevolution ausrufen möchte. Und immer mehr dafür sprechen, unter anderem. Aber vielleicht ist es besser, doch bei der Einkommensteuer zu bleiben. Weil, wie Sie vorher richtig erwähnt haben, die Maschinen gehören jemandem. Ja. Und derjenige zahlt Einkommensteuer. Oder sollte zahlen. Und dann braucht man die Maschinensteuer eigentlich gar nicht. Okay. Irgendwo landet ja der Gewinn. Bei den Menschen. Ja? Noch. Das schaut vielleicht in 30 Jahren anders aus. Ja? Aber noch landet der Gewinn bei Menschen. Und die kann man besteuern. Ja gut, aber da sind wir wieder bei Unternehmern, die ihre Steueroasen ausnutzen. Ja, das muss natürlich dann geschlossen werden, das ist keine Frage. Ja. Das heißt, Sie haben das vermutlich sich nicht konsequent überlegt, ich fange jetzt gerade an, mir das zu überlegen, aber Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass eine Wertschöpfungsabgabe in der Maschinensteuer eigentlich entbehrlich wäre? Ja, das Problem bei der Wertschöpfungsabgabe der Maschinensteuer oder überhaupt bei der Unternehmensbesteuerung ist natürlich, dass man dann wiederum, also vor allem eine Besteuerung auf Innovation ist. Ne? Ja. Gerade wenn es um Automatisierung geht. Und es ist natürlich schon, es soll doch eigentlich wünschenswert sein, dass es immer mehr Maschinen gibt und Roboter gibt, die uns die Arbeit abnehmen. Ne? Und diese Entwicklung sollte man dann auch nicht verhindern, meiner Meinung nach. Ne? Man muss nur schauen, dass die Gewinne, die diese Roboter und Maschinen erwirtschaften, in Form eines Grundeinkommens und alle aufgeteilt wird. Und das Grundeinkommen ist ja nur der erste Schritt. Es sollte dann wahrscheinlich irgendwann einmal ein bedingungsloses Einkommen sein, das wesentlich höher ist, weil ja die Gewinne immer höher werden oder das, was möglich ist, das, was produziert werden kann in Zukunft. Ne? Wir leben ja mittlerweile schon in einer Gesellschaft, die in völligem Überfluss lebt tatsächlich. Und das wird die nächsten 10, 20 Jahre immer extremer werden. Es wird immer mehr möglich sein. Es wird immer mehr möglich sein, ressourcenschonender immer mehr zu produzieren mit 3D-Druckern. Vielleicht kommen wir wirklich in den nächsten 50, 60 Jahren zu dieser Vision wie in Star Trek mit dem Replikator, wo man wirklich nur mehr in eine Maschine reinspricht, was man gerne hätte, und das materialisiert sich als Energie. Also um die Extrementwicklung des 3D-Druckers dann zu skizzieren. Und eigentlich ist es dann so, dass man überhaupt kein Geld mehr braucht, logischerweise.
Was ist Geld denn überhaupt? Das ist ja, Geld ist ja nichts anderes als ein... Nein, Geld ist viel mehr als ein Tauschmittel. Geld ist eigentlich eine Maßzahl für Macht in der Gesellschaft. Ja? Das, mehr ist es eigentlich nicht. Ja? Als Tauschmittel funktioniert es ja auch nur bedingt, wie wir sehen in den großen Finanzkrisen dann immer. Oder es ist ja kein optimales Mittel. Es ist tatsächlich nur da, um anzuzeigen, oder um die, mit Geld hat man die Möglichkeit, irgendwas umzusetzen. Ja? Mehr ist es nicht. Und das kann man auch anders organisieren. Wie genau, weiß ich auch nicht. Weiß nicht, was in den nächsten 10, 20 Jahren in diese Richtung ergeben wird. Aber das Tolle am Grundeinkommen ist, sobald man das mal einführt, haben sehr viel mehr Menschen die Möglichkeit, tatsächlich auch sich Gedanken zu machen darüber, wie unsere Zukunft gestaltet werden soll in Bezug auf Klimawandel oder neues Wirtschaftssystem. Also oder was wir wollen. Bitte? Sie stellen sich das so selbstregulierend vor. Genau. Also wenn wir mal das Grundeinkommen alle haben, dann können wir wirklich aktiver am politischen Prozess teilnehmen. Ja? Das ist ja das, was Hannah Arendt ja auch gemeint hat mit der Vita Activa. Ja? Oft wird es dann kritisiert, dass wir, dass die Vita Activa wird ja oft nur so rezipiert, dass das der Wert der Arbeit ist uns wichtig, oder wir identifizieren uns über unsere Arbeit. Ja? Aber das ist, Arbeit ist ja nur ein kleiner Teil der Vita Activa. Der wichtigste ist die politische Handlung für Hannah Arendt, das Teilnehmen, die Action, das politische Handeln der Gesellschaft, das jeder Mensch dann kann. Ja? Und mehr kann mit einem Grundeinkommen. Ja? Und dann können wir diese ganzen Probleme mehr angehen. Viel entspannter und ohne um unsere Existenz ständig fürchten zu müssen. Aber würde ein Grundeinkommen unser, ich meine, in uns ist ja, oder auch in den Staaten ist ja dieses kapitalistische Denken und haben wir ja total in uns drin, oder? Würde das da irgendwie was ändern? Weil ich denke mir jedes Mal, dass genau wie Sie vorhin gesagt haben, da dass trotz diesen, sagen wir, 2500 Euro monatlich, dass sich da nicht unbedingt groß was ändern würde. Rein von dem Handeln, was man hat. Wäre das jetzt anders, wenn man irgendwie Güter bekommt? Oder also so wie im Film einmal der Herr das sagt. Ganz fair, ja. Ja, also hin zu so einer, zu so einer kommunistischen Idee gerade, oder halt zu so einem. Die kommunistische Idee ist der Gemeinschaftsbesitz an Produktionsmitteln, das Marxistische. Das ist eigentlich genau das, worum es hier geht beim Grundeinkommen. Ja? Im Endeffekt. Genau. Das heißt, die Maschinen gehören dann jetzt nicht nur. Das wäre natürlich dann. Wir sind alle eben Besitzer dieser Maschinen, ja, durch das Grundeinkommen oder durch diese Aktie, durch diesen Anteilsschein, den wir an diesen ganzen Unternehmen Erde haben. Ja, das ist die Idee dahinter natürlich. Wie man das jetzt genau umsetzt, das kann man, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber, ja. In dem Sinn hätten wir ein Recht drauf, weil ich meine, Lebensmittel sind genauso wichtig wie Wasser oder Luft auch, die zum Glück noch niemand irgendwie besteuert hat. Ja. Und genau dieses Recht haben wir ja heutzutage nicht mehr. Das hatten wir lange, ja. Bevor der neolithischen Revolution, ja, da hatten wir dieses Recht. Da konnten wir wirklich jagen, sammeln auf dem Land, das niemandem gehörte oder uns allen gemeinsam gehörte. Ja. Mit dem Sesshaftwerden ist dann das Privateigentum erfunden worden und der Gemeinbesitz, die Commons sind abgesteckt worden und privatisiert worden. Ja. Und das Grundeinkommen und die Idee, das Grundeinkommen auch so zu begründen, dass diese Erde jedem zu gleichen Teilen, uns allen zu gleichen Teilen gehört, die geht eben genau in diese Richtung. Deswegen finde ich das den wichtigsten Grund fürs Grundeinkommen. Also nicht, das Grundeinkommen müssen wir jetzt nicht einführen, weil wir eh nicht anders können, weil die Roboter uns die Jobs wegschnappen. Und das Grundeinkommen müssen wir nicht einführen, um die wirtschaftliche Effizienz zu erhöhen oder um die Armut zu lindern. Sondern das Grundeinkommen müssen wir einführen und hätten schon lange einführen müssen, weil es einfach ein Menschenrecht ist, mit dem wir auf die Welt kommen, tatsächlich. Weil uns ein Stück Land, Luft von diesem Planeten zusteht, per Geburt. Und
das haben wir jetzt gerade nicht. Zumindest nicht gleichmäßig verteilt. Also kann das Grundeinkommen dann durchaus auch als Kompensationsleistung gesehen werden, philosophisch, für das Stück Land, das uns nicht gehört. Eben aber denen, die denen das Land gehört, wehren sie dagegen. Ja, genau. Ja, das ist ein ganz alter Konflikt natürlich. Aber wenn sie jetzt in Alaska zum Beispiel das Einkommen von Land, von der Natur den Menschen geben, wird ja eigentlich die Natur zerstört. Wer sind gescheiter, wenn man mit dem Geld, was eigentlich die Menschen kriegen, eine Alternative zum Öl dafür investiert? Ja, das passiert ja de facto eh in Alaska. Also das Geld kommt schon lange nicht mehr aus den Öleinnahmen vom Fonds. Ja. Also der Fonds ist jetzt 50 Milliarden Dollar schwer und ist veranlagt halt auf den internationalen Aktienmärkten. Also die investieren diesen Fonds ganz normal, wie die Norweger ihren großen Staatsfonds, der zehnmal so groß ist, in den internationalen Aktienmärkten und kriegen dort ihre Dividende her. Das heißt, dieser Fonds besteht auch noch in 100 Jahren und wächst und wächst und wächst, wenn das Öl schon lang weg ist. Der Öl war wirklich nur der Anschub damals, um überhaupt mal einen Grundstock an Kapital zu bekommen. Und natürlich, ja, das ist problematisch umwelttechnisch, aber man muss das ja nicht immer nur auf Öl basieren, wie Peter Barnes auch sagt. Das ist schon eigentlich so, dass praktisch, sagen wir mal, finde ich halt, seit der Industriellen Revolution, wo er praktisch jetzt einfach so die Welt einfach so, Wohlstand generiert hat, also in vielen Teilen der Erde, und dass aber wirklich ein Grundstock an basic Häuser, Maschinen und so weiter auch da ist. Und mit dem kann man jetzt dann einfach praktisch überlegen, was fängt man jetzt damit an. Sozusagen, weil die Uni wird morgen nicht zerbrechen, sondern jetzt aber vielleicht in 100 Jahren oder so. Mhm. Und sozusagen, dass man da einen so einen Puffer hat, mit dem man eigentlich das Grundeinkommen so anstoßen kann. Aber wenn das Drittel, sagen wir am Anfang, weniger erzeugt wird, weil weniger Leute arbeiten, ist ja trotzdem nur in unserem Fall die Uni da, sozusagen. Oder ist es jetzt in der Verkürzung, oder sehe ich das falsch? Ja, das schon, aber es geht dann auch um immaterielle Güter, vor allem Copyright-Wesen, solche Dinge. Oder Lizenzgebühren, die nicht eingehoben werden, wo wir Lizenzen vergeben müssten. Das ganze Finanzsystem, wir erheben keine Gebühren, die Banken auftreiben sollten, um unser Geldsystem zu nutzen, das uns wirklich allen gehört, das der Staat zur Verfügung stellt. Wir haben 70 Jahre Copyrights und der Staat schützt Private 70 Jahre lang oder länger und verhindert damit eigentlich auch Innovation, weil immer das alte Denken da ist, dass man jetzt Patente so lange wie möglich haben muss, um den Innovator zu schützen. Das Gegenteil ist ja der Fall. Gerade jetzt, wo immer die wirtschaftliche Entwicklung, die technologische Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung immer rasanter geht. Also solche Dinge, das kann man sich überlegen, dass man da wieder mehr Geld abzieht. Von denen, die überproportional profitieren. Das ist in dem Kapitel Rent Seeking angesprochen worden. Das ist wirklich Geld, das oder Macht, dass das von uns allen rausgezogen wird und einige wenige profitieren davon. Das ist ja wirklich eine Kompensation für den Kaufkraftverlust, den wir seit ungefähr, sagen wir mal, 10 Jahren beobachten können, wo insgesamt die Wirtschaftsleistung zunimmt, einige Prozent im Jahr, die mittleren und unteren Einkommen aber stagnieren, wie wir hier auch im Film erwähnt. Nachdem diese Einkommen stagnieren, fehlen sie auch dem Konsum und der daraus resultierenden Besteuerung. Genau. Und wenn Sie jetzt das Grundeinkommen als eine konjunkturpolitische Maßnahme verkaufen könnten, dann würde es möglicherweise auch der Zustimmung finden bei denjenigen, die Produktionsmittel besitzen. Richtig. Das Tolle am Grundeinkommen ist, dass es von der Angebotsseite, also Subventionen für Unternehmen, und von der Nachfrageseite wirkt, Subventionen für Konsumenten. Ja. Also es wirkt doppelt. Und das ist das wirklich Elegante am Grundeinkommen.
warum es so ein Motor und so ein Katalysator für die Wirtschaft sein kann. Ja. Was wir mit den Renten passiert, kriegen Renten auch Einkommen und dann on top, was die eigentlich als Rente kriegen, oder gibt es da irgendeine Berechnung? Ja. Naja, das müssten wir jetzt politisch entscheiden, aber wahrscheinlich, also man könnte es so machen, dass man natürlich einmal eine Übergangsfrist macht für die bestehenden Renten. Und also das, was die Renten jetzt mehr haben als diese 1500 Euro, das sind nicht sehr wenig. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Das kriegen sie halt dann noch ausbezahlt. Und irgendwann gibt es einen Stichtag, wo man einfach diese Ansprüche nicht mehr hat. Oder man sagt, politisch machen wir halt auf morgen. Geht ja auch. Ja? Aber wie wäre das denn mit, zum Beispiel, wenn, also man kriegt ja diese 1000 Euro, wenn man aber mehr haben möchte oder muss, kann man ja weiterarbeiten. Natürlich, ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel, und Arbeitslosengeld würde ja so mit wegfallen. Richtig. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand gesundheitlich nicht in der Lage ist zu arbeiten, dann stelle ich mir dann irgendwie auch, dann fängt ja wieder die Debatte an, ja okay, du hast die Möglichkeit 5000 Euro zu verdienen, ich muss aber bei den 1000 bleiben, weil ich im Rollstuhl sitze. Ja. Und dann gäbe es wieder Leute, die bestimmen müssen, keine Ahnung, ist das jetzt wirklich eine Arbeitsunfähigkeit oder nicht, Legasthenie. Also stellen wir das jetzt in die nächsten 50, weißt du, also. Okay, aber das ist jetzt nicht viel anders. Das könnte man dann sogar, also. Wie viel kriegt denn jetzt jemand, der nicht arbeiten gehen kann? Also wenn wir jetzt von 1500 Euro mal ausgehen, aber wenn es natürlich jemand schwerbehindert ist, dann ist das wieder eine andere Sache. Ja? Also wenn jemand mehr kriegt, das jetzt Ziel ist, solche dass Sachen. Dass gleichberechtigt ist. Bitte? Also das Ziel ist ja, dass er quasi Gleichberechtigung herrscht. Naja, das Ziel, das ist die Frage. Es gibt sehr viele Ziele, was das Grundeinkommen betrifft. Und das ist bei dem Grundeinkommen. Das ist das Ziel, ist jeder wahrscheinlich am Ende nicht mit ihm, wenn jemand. Ja, aber ich glaube, dass jemand. Also aber mehr Chancengleichheit ist da. Also ja, du wirst das nicht komplett gleich jeder leben kann, ohne dass er sich. Ja schon, aber der im Rollstuhl kriegt halt dann 200 Euro mehr. Wow. Aber jemand, der wenn er wahrscheinlich jetzt 800 bekommt oder so. Und jemand, der aber. Ja, aber das ist aber spezifisch, das ist ein kleines Problem, das muss man wahrscheinlich dann aber quasi politisch entscheiden, was mehr. Genau. Mehr, aber seine Grenzen sind halt dann 1000 und jemand, der halt 25 Jahre alt ist und. Ja, aber das ist ja jetzt spezifisch, das muss man dann halt wirklich. Speziell ausarbeiten, was kriegt er mehr. So. Und wie viele Behinderte gibt es prozentuell, wenn man das anschaut, dann ist es glaube ich nachlässig. Es gibt sehr viele Detailfragen, die glaube ich auch tauchen in der ganzen Sache, ja, und Spezialfälle und die womöglich kommt man drauf, ich habe keine Ahnung, aber dass die im Schnitt sowieso alle also zum Großteil besser aufsteigen würden als jetzt. Aber vielleicht ist es so, dass eben, wenn jemand spezielle medizinische Geräte braucht und so weiter, dass die zusätzlich versorgt werden, weil so dass das Krankheitssystem und so weiter. Genau. Und, das geht ja dann über das geht sowieso weiter, dass das weiterläuft. Also, aber das ist natürlich auch was, wo wir uns jetzt schon Gedanken darüber machen müssen. Es gibt natürlich sehr viele verschiedene Motivationen von Menschen, die das Grundeinkommen befürworten. Ja? Also es gibt tatsächlich auch jene, die. Das nennt man dann das neoliberale Grundeinkommen, die jetzt sagen, wir schaffen alles ab. Auch das Gesundheitssystem. Ja? Wir privatisieren alles komplett. Und führen vielleicht im Gegenzug nur ein sehr geringes Grundeinkommen ein, ja? Von 800 Euro. Also wie es in Finnland ist, von 580 Euro. Plus ein paar Sachleistungen. Demgegenüber gibt es dann halt das sogenannte emanzipatorische Grundeinkommen mit 1500 Euro und da kommt halt das Gesundheitssystem bei. Und es gibt sehr viel dazwischen. Und darauf wird es jetzt ankommen. Und deswegen sollte man sich mit dem Thema jetzt schon beschäftigen und sollte die ganze Bevölkerung mit dem Thema auseinandersetzen, weil es ist jetzt halt die Frage, ob wir jetzt ein Grundeinkommen bekommen oder nicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Das Grundeinkommen kommt meiner Meinung nach zu 100%, also ob es jetzt bei uns gleich kommt, aber in irgendeinem Land der Welt kommt das Grundeinkommen zu 100% in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und dann ist die Frage, in welcher Form kommt es. Ja? Wird es wirklich nur von den Eliten ausformuliert und bestimmt, so wie es jetzt gerade aussieht. Ja? Also was wir jetzt gerade in Kalifornien erleben, im Silicon Valley, es gibt ja kaum mehr einen Internetmilliardär, der kein Grundeinkommensaktivist ist mittlerweile. Ja? Also die machen da gerade massiv Dampf weltweit und wie wir wissen, die haben große Vorbildwirkung
für die deutschen, für die österreichischen CEOs, die ja anhimmeln und dann auch sofort auf den Grundeinkommenszug jetzt alle aufgesprungen sind. Der Chef der Deutschen Telekom ist jetzt Grundeinkommensaktivist. Der Chef von Siemens ist Grundeinkommensaktivist. Die Deutsche Telekom hat sogar vor eineinhalb Wochen auf Facebook tatsächlich eine Grundeinkommenswerbung geschaltet. Die Deutsche Telekom. Das ist so eine Umfrage und aufs Grundeinkommen hingewiesen und was das Grundeinkommen ist. Also nicht der Chef privat. Also wir sehen, es gibt da Richard Branson, Elon Musk, Mark Zuckerberg, alle vier Facebook-Gründer. Also da kommt schon ordentlich was zusammen. Jetzt kann man natürlich überlegen, was ist die Motivation. Klar, Unternehmen sind dafür, weil sie die Nachfrage stärken wollen. Die sollen nicht wegbrechen. Ihre Produkte wollen sie verkaufen. Dann gibt es ja den großen Trend, gerade in den USA, Doomsday-Bunker bauen, Atom-U-Boote werden privat gekauft mit Raketensystemen, um sie einfach vor der kommenden Apokalypse, dem Aufstand der Masse, in Sicherheit zu bringen. Das ist kein Scheiß. Ne? Die kaufen da einen Bunker nach dem anderen. Das geht wie Sau. Und das wollen halt nicht alle. Gerade im Silicon Valley haben es doch nur ein bisschen, unterstelle ich Ihnen jetzt, zu diesem Hippie-Spirit und auch wenn es vielleicht Heuchler sind, aber trotzdem, ja, die wollen halt vielleicht nur auf die Straßen gehen ins Kaffeehaus ohne 10 Bodyguards und ohne gepanzerte Limousine und sind deswegen auch fürs Grundeinkommen. Und dann gibt es vielleicht tatsächlich diese Visionäre, vielleicht gehört der Elon Musk dazu, der einfach diese Star Trek-Gesellschaft verwirklichen will, deswegen auch Raumschiffe baut. Ja. Und tatsächlich will, dass das mit der Menschheit vorangeht, wohin auch immer. Ja. Und da ist das Grundeinkommen halt mal eine absolute Grundbedingung, um überhaupt einmal in die Richtung denken zu können, fremde Planeten zu besiedeln. Ja. Aber ja, dort wird es gerade massiv propagiert und wenn wir nicht aufpassen, kann es natürlich sein, dass wir dann wirklich abgespeist werden mit einem sehr geringen Grundeinkommen, alle Sozialleistungen entfallen und wir haben auch keine Möglichkeit mehr, in anderen Jobs zu arbeiten, weil sie ja die Computer alles besser machen. Also mir ist jetzt gerade aufgefallen, ich habe diesen Atlas-Roboter drin von Boston Dynamics, der mit dem Hockeyschläger da massakriert wird ein bisschen, oder geärgert wird. Da kursiert jetzt gerade, also das ist ungefähr ein Jahr alt, diese Aufnahme, oder anderthalb Jahre alt. Und jetzt kursiert er gerade im Internet eine neue Aufnahme mit dem gleichen Roboter, der Saltos macht und rumspringt wie irre. Also man sieht, in einem Jahr hat sich da jetzt schon massiv bei diesem einen Roboter mit der Software nur was getan, die Hardware ist ja gleich geblieben. Ne? Und wenn man jetzt den Vorhersagungen von gewissen Vordenkern glauben kann, da gibt es manche, die behaupten, dass 2029 die erste Maschine einen Turing-Test bestehen wird und es dann massiv mit der Intelligenz dieser Maschinen exponentiell weitergeht und im Jahr 2049, glaube ich, ist das angedacht, ist die technologische Singularität da, wo die Maschinen 100-mal, 1000-mal intelligenter sind als wir, sich autonom fortpflanzen können. Und ja, was machen wir da? Das ist auch spannend natürlich. Ja. Also im Angesicht dieser ganzen Entwicklungen ist es ja eigentlich schon fast wurscht, was wir da machen. Aber wir können es trotzdem nur probieren, dass wir nicht in so ein Terminator-Szenario reinkommen, sondern eher in ein Star Trek-Szenario. Und deswegen ist mir das Grundeinkommen so wichtig. Ja. Auch vielleicht um den Maschinen vorzuleben, wir sind nicht lauter egoistische Schweine, sondern wir kümmern sie um die Gesellschaft, um ein Miteinander, ein Gedeihliches, weil die Maschinen lernen ja von uns. Ne? Und wenn die dann sehen, naja, wir sind ja gar nicht so schlimm, wir ja, lieben uns ja, dann machen die Maschinen das hoffentlich auch und werden uns nur ein bisschen eine Gnadenfrist geben, bis sie komplett die Weltherrschaft übernehmen. Aber es würde genau in die andere Richtung gehen, weil sie ja eben so intelligent sind, dass sie dann eben draufkommen, das, was wir gemacht haben, ist schlecht, machen wir es anders. Besser. Ja, besser. Was ist besser dann? Also, worum geht es überhaupt? Ja, vielleicht verstehen wir es ja noch nicht, weil wir die Intelligenz dazu nicht haben. Richtig, ja. Also meine Hoffnung wäre, dass die Maschinen effizienter miteinander diskutieren können. Das ist was Menschen im Allgemeinen eher schwierig gelingt, vor allem auch von einer gewissen Gruppengröße. Und bei jedem Punkt fallen immer 1000 Gründe ein, warum irgendwas nicht funktionieren könnte. Ja.
Das ist vielleicht eine Sache, die Maschinen sehr kompliziertes beibringen müssen. So eine Fantasie auch. Ja. Und so nach dem Schweizer Vorbild, weil ganz am Anfang die Frage gekommen ist, was man machen kann, ist, glaube ich, auf jeden Fall erwähnenswert, dass in Österreich, ich glaube, mittlerweile gibt es mehrere Vereine, aber zumindest einen Verein, der die Diskussion des Grundeinkommens in Österreich am Leben erhalten möchte oder fördern möchte, unter der Webseite füreinander.jetzt genau zu finden, also mit UE, das Füreinander geschrieben. Wer noch quasi ein paar andere Modelle sehen möchte, es gibt noch einen alten Film, einen alten Film unter grundeinkommen.tv, der von Daniel Heni, der da im Tresorraum gestanden ist, und Enno Schmidt ist da, glaube ich, auch dabei, der kurz mal auch durchs Bild huscht, ohne gestaltet ist, der sehr einen gänzlich anderen Stil hat, also, aber auch versucht, irgendwas vorzurechnen und so weiter. Also der ist zumindest auch, wenn man sich für die Diskussion zu Weihnachten ein bisschen noch bisschen trainieren möchte, ist der auch nicht schlecht. Und was ich besonders spannend finde, ist, dass man aus dieser Einbahn, wie Arbeit und Einkommen gedacht wird, ein bisschen quasi rauskommen kann, weil sehr viele Punkte einfach vorkommen, die, ich glaube, sage ich mal, meine Eltern wahrscheinlich sich nie überlegt haben, weil es auch keinen Grund dazu gegeben hat. Also. Ja, da möchte ich nur eins ergänzen, da gibt es ja dieses schöne, den schönen Begriff der Bullshit-Jobs, den der David Graeber geprägt hat, der Anthropologe an der London School of Economics. Und der bezeichnet damit jene Jobs, die für die Wirtschaft und für die Gesellschaft nichts bringen oder sogar schädlich sind dafür. Ja? Und das hat ja Buckminster Fuller schon 1970 mal gesagt, dass wir eigentlich nur mehr Jobs erfinden für Aufseher, die Aufseher beaufsichtigen, die wieder Aufseher beaufsichtigen und irgendwelche Werkzeuge herstellen, um Aufseher besser beaufsichtigen zu können. Ja? Das ist ja der Grund, warum es seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich zu keiner Senkung der Wochenarbeitszeit gekommen ist. Ja? Obwohl das John Maynard Keynes 1930 schon prophezeit hat, dass das eigentlich passieren müsste, wenn die Produktivität weiter so ansteigt. Aber stattdessen kam es einfach zu dieser Schaffung von Bullshit-Jobs. Weil einfach Arbeitsplätze schaffen unsere Religion ist und man hat zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Und wie sinnvoll das ist, ist ihm dann die Frage. Ja? Überhaupt nicht, wie der Name Bullshit-Jobs schon sagt. Ja? Der David Graeber hat dann ja eine schöne Faustregel, um herauszufinden, ob er selbst in einem Bullshit-Job arbeitet zum Beispiel. Man sollte sich dann am Ende des Jahres einfach seine Einkommensteuererklärung anschauen, oder seinen Lohnzettel, und je höher dieser Betrag da drauf ist, desto sicherer kann man sich sein, dass man selbst in einem Bullshit-Job arbeitet. Ja? Je weniger man verdient, oder wenn man gar nichts verdient, das sind die wichtigsten Jobs für die Gesellschaft. So ist unser Wirtschaftssystem gerade strukturiert tatsächlich. Ja? Also je höher die Bezahlung in der Regel schädlich für die Wirtschaft und für die Gesellschaft, je geringer die Bezahlung oder unbezahlt, umso wichtiger für die Gesellschaft und die Wirtschaft. Das muss man sich mir vor Augen halten. Ich glaube, man muss sich auch noch eins vor Augen halten. Also es klingt alles natürlich alles andere als einfach. Also viele Dinge, die einen einfallen, das ist alles einigermaßen komplex. Aber wenn jetzt jemand kommen würde und das aktuelle Wirtschaftssystem, wie es gewachsen ist zu dem, was kommen, wie man es halt jetzt hat, erklärt, dass das eine gute Idee ist, und jeder, der mal eine Steuererklärung gemacht hat und sich die 10 Zettel durchblättert, wo er genau 4 Zeilen manchmal ausfüllen muss und sich überlegt, was da alles mitunter mitgedacht werden muss, und wenn man sich dann überlegt, welche Quersubventionierungen und was es alles gibt, dass das ein gutes System ist, das ist, glaube ich, noch viel komplizierter womöglich. Es ist überhaupt sehr viel absurd, also jetzt gerade Bitcoins, mit dem beschäftigen wir jetzt gerade seit einigen Wochen, weil der Höhenflug jetzt massiv da ist gerade, und das ist ja unglaublich. Also heute hat mir ein Freund erzählt, der Investmentbanker ist, er ist in der U-Bahn gesessen und gegenüber ist auch auf der Klosermitte heute und am Gösser gesessen und hat dann irgendwie da sitzen und gesagt, ob er jetzt in Bitcoins einsteigen soll. Ne? Und mein Freund hat gesagt, ui, sollten wir jetzt aussteigen? ist das jetzt der Zeitpunkt, wo es zur Blase kommt? Und das ganze System der Bitcoins ist ja völlig wahnsinnig, wenn du das jemandem erklärst.
eine Währung zu schaffen, die künstlich verklappt ist, die eigentlich in dieser Währung Bitcoin, natürlich Blockchain, super Technologie, da kann man tolle Sachen machen, aber so wie Gold verknappt ist, zur Wirtschaftsleistung nichts beibringt, außer dass es massiv die Umwelt schädigt, dadurch, dass durch das Mining immer mehr Energie aufgewendet werden muss und mittlerweile, glaube ich, alle Kryptowährungen gemeinsam schon so viel Energie verbrauchen wie ein mittelgroßer Staat, wie eine mittelgroße entwickelte Volkswirtschaft, nur um immer mehr Bitcoins zu schürfen, muss man sich schon den Kopf greifen. Das ist ein bisschen wie die Tulpenkrise im 17. Jahrhundert, wo dann jeder einsteigt, um Tulpenzwiebeln zu kaufen. Da denken wir sich auch, what the fuck? Ja? Und genau das passiert jetzt wieder, da passiert dann mit Gold. Und dann kommen wieder die Leute, naja, eigentlich sollte mit Gold investieren, aber Gold ist ja eigentlich auch nichts. Ne? Was kann man mit Gold machen, also Klinkenstecker für Kopfhörer. Ne? Also, ja, also. Also es gibt schon sehr viel zu hinterfragen, das wir einfach für gegeben annehmen. Das ist so grundsätzlich einmal immer ein wichtiger Tipp im Leben, denke ich. Einmal verschiedene andere Realitäten zu denken und sich überhaupt damit dessen bewusst zu werden, dass man in der konstruierten Realität lebt. Ja? Und dass man sehr wohl zwischen verschiedenen konstruierten Realitäten vielleicht hin und her switcht, je nach Bedarf. Ja? Ein bisschen flexibler ist. Konstruiert wird sie immer sein, die Realität, die man selbst im Kopf hat. Aber man kann sie ein bisschen mehr anpassen an die objektive Realität. Das sollte eigentlich das Ziel sein. Für uns als Menschen. Wie der Picard am Schluss ja sagt, ne? Dahin sollte man sie entwickeln. Ne? Ja. Ich glaube, auch noch erwähnenswert, zumindest für mich war es eindrucksvoll, ich habe mittlerweile das 10 Jahre altes Buch von Götz Werner, 1000 Euro für alle, so heißt, ist glaube ich der Titel. Ich habe das halt so gelesen und bei einer Zahl bin ich irgendwie hängen geblieben. Es geht halt hauptsächlich um deutsche Zahlen. Und dann steht drin, wie viele Leute erwerbstätig sind in Deutschland. Und da denkt man sich halt, naja, eigentlich geht doch wieder arbeiten, muss irgendwie eine große Zahl sein. Aber es sind so irgendwie knapp, ich muss nochmal nachschauen, aber innere Zahlen mit einem Dreier sind glaube ich so um die 30%. Alle anderen sind Pensionisten. Leute in Ausbildung, junge Leute oder halt Invalide oder halt Leute, die Kapital haben. Also es ist halt oft gesagt, wenn die Zahl 30% stimmt, hackeln eh nur 30%. Das ist jetzt wieder ein bisschen mehr, weil sie für Teilzeit arbeiten. Ja. Also es wird nicht insgesamt mehr gearbeitet, aber... Ja. Ja. Also es war auf jeden Fall eine verblüffend geringe Zahl, die in den wenigen Diskussionen, die ich bis jetzt geführt habe, immer irgendwie ein bisschen, zumindest den Schwung, das ist also plötzlich kann nicht funktionieren, momentan mal verlangsamt wird. Das stimmt, ja. Also es gibt ja sehr viele Dinge. Und oft ist es so, dass man ja denkt, bei einer alten Hütte irgendwann mal ist der Punkt, wo man es einreißt und neu bauen sollte. Mir kommt es da ein bisschen ähnlich vor. Ist natürlich eine große Hütte. Ja, einen Plan braucht man vorher schon. Ja. Abrissplan und dann Aufbauplan. Ja, weil irgendwie kommen wir immer wieder zurück auf dieses Problem, dass ja, dass dieses wieder dieses kapitalistische Verhalten da so solche Leben schlägt. Also wie der Bernie Sanders sagt, wie 1% die genauso viel Vermögen haben wie Logan. Ja, eine Familie, die. Sechs Leute, ja? Ja, sechs Leute. Eine Familie. Die restlichen 40%. Die restlichen 40 oder 50%. 50, ja? Ja, genau. Also jetzt 50. Also jetzt wahrscheinlich 60. Ja. Das geht so schnell alles. Ja. Genau, dass das überhaupt möglich ist. Oder dass auch irgendwie so 2008 so eine große Krise möglich ist. Mhm. Wo eigentlich auch nur Spekulationen von übrigens, das sind alles Bullshit-Jobs zum Großteil, dass die verantwortlich waren für die Krise. Dieser große Finanzdienstleistungssektor, den wir haben, das ist das Paradebeispiel für Bullshit-Jobs, die schädlich für die Gesellschaft und die Wirtschaft sind. Ja. Es gibt ja so eine lustige, Ingenieure bauen Brücken und Wirtschaftsingenieure bauen Wege. Ja, das ist das Schlimme, genau. Ja, das ist auch immer ein schönes Beispiel, genau was den Finanzsektor betrifft, den Finanzdienstleistungssektor. Was ist in den 80ern, 90ern passiert in den USA?
die Raketeningenieure, die Rocket Scientists, die berühmten, die sind alle massiv abgeworben worden von der NASA, von den Universitäten und sind in die Wall Street gegangen und haben dann diese Produkte entwickelt, die wir jetzt kennen. Ja? Deswegen sind wir wahrscheinlich noch nicht am Mars, weil sie stattdessen Finanzkrisen verursacht haben. Also das ist aber eine Fehlallokation von Ressourcen, wie der Volkswirt sagt, die wirklich ein Wahnsinn ist. Also da muss ja irgendwas faul sein dann in diesem System, wenn solche Dinge passieren können. Weil an dem sieht man ja, das Geld ist ja vorhanden. Das wird, es ist ein Umlauf, es wird generiert, aber es wird falsch verteilt. Ja. Mich würde nur interessieren, ob Sie jetzt noch in der Richtung irgendwie aktiv sind oder gibt es jetzt ein neues Projekt mit einem anderen Thema, an dem Sie arbeiten? Ja, es gibt so, also ich beschäftige mich natürlich schon damit. Ja. Bin nur aktiv, mache gerade eine Fernsehserie für Arte, wo wir jetzt tatsächlich, das wird glaube ich heißen, wissen wir nicht genau, Free Lunch Experience. Da besuchen wir mit Michael Bohmer gemeinsam die Gewinner, die bisherigen, also eine Handvoll. Und beleuchten dann pro Folge einen anderen Aspekt, Gesundheit, Beziehung, Armut. Das wird so aufs Grundeinkommen. Das mache ich jetzt gerade, das muss dann nächstes Jahr mal rauskommen. Und dann am Kinofilm arbeite ich auch, da geht es eher um Geld, den Tod und um Geld verbrennen eigentlich. Mhm. Ja. Aber das ist nur unkonkret. Aber ich bleibe bei dem Thema auf jeden Fall dabei, das wird mich glaube ich immer begleiten. In welcher Form auch immer. Bis es dann eingeführt wird. Genau, bis es dann eingeführt wird. Ja, na dann, ich glaube, jetzt löst sich langsam auf die Versammlung. Vielen Dank fürs Kommen. Danke schön. Ja,